Herzlich willkommen hier bei eurem Lieblingschannel. Mein Name ist Melody Scott Baker. Ich heiße euch herzlich willkommen. Es ist so schön, dass ihr alle da seid. Ah, großartig. Und ich habe heute auch eine ganz, ganz tolle Gästin dabei. Herzlich willkommen, Priscilla Lewis. Wie schön, dass du da bist. Danke, danke, danke. Vielen Dank, Melody. Und es freut mich ganz besonders, heute hier zu sein. Ich habe dir heute etwas ganz Besonderes mitgebracht. Und ich glaube, es wird dir gefallen. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Sag mal, was hast du uns denn heute Phänomenales mitgebracht, Priscilla? Liebe Melody, wir kennen das doch alle. Wir sind zu Hause und wir wissen überhaupt nicht, was wir kochen sollen. Es muss schnell gehen, die Kinder schreien. Dafür gibt es jetzt eine Lösung. Und zwar den Sir Mix-a-Lot. Wow! Der Sir Mix-a-Lot und der kann... Alles? Also kann er Kindernahrung zubereiten? Alles. Obst und Gemüse pürieren? Alles. Und? Wow! Oh, okay, zeig es uns doch mal bitte. Es ist kinderleicht und wir legen gleich los. Der Mixalot. Oben ist eine hübsche kleine Schatulle drauf und die kann ich abnehmen. Da, zack, schon ist er ab. Ganz einfach. Das kann wirklich jeder. Und wir schneiden damit Karotten, Schalotten, wir schneiden damit Radieschen, wir schneiden alles damit. Wow. Hübsche kleine Smoothies für die Kinder und auch für Erwachsene, denn sie schmecken. Ja, lecker, ja, lecker. Mal, Priscilla, das ist ja wirklich einzigartig. Das ist ja perfekt für den gesunden Lifestyle. Absolut. Und deswegen und weil unsere Techniker dieses Gerät so unglaublich einfach in der Bedienung gemacht haben, legen wir los. Wir schalten ein. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Oh mein Gott. Fertig! Oh, wow! Und jetzt wollen wir doch gleich einmal kosten, was wir da Leckeres zubereitet haben. Einen Smoothie. Und ich fülle um in die... Nimmst du bitte die Gläser, dass ich umfüllen kann? Und ich fülle um... Das sieht aber schnell gut aus. Wunderbar. Und jetzt koste einmal, was wir da gemacht haben. Und so unterschiedlich. Sellerie, wunderbar. Ingwer, Haselnuss, das ist gesund. Das hat Vitamine. Meine Damen und Herren, schlagen Sie jetzt zu für nur 79,99 Euro gibt es den Unterbau des Mixers plus schlappe 139,98 Euro für den Oberbau des Mixers. Ist das nicht genial, Priscilla? Melody, das ist ein unschlagbares Angebot und ich glaube nicht, dass es so etwas jemals noch einmal geben wird. Deswegen schlagen Sie jetzt zu. Genießen Sie leckere Drinks, genießen Sie alles, was Sie brauchen. Aha. Und rufen Sie an. Aber wo überhaupt, Melody? Rufen Sie an, hier auf unserem Sender unter 01735675││0,115397899 Das ist ein Angebot. Ich würde direkt zuschlagen. Der Sir Mix-a-Lot kann alles. Aber weißt du was, Melody? Das ist noch nicht alles. Oh mein Gott, hast du uns etwa noch etwas Tolles mitgebracht? Absolut. Wir kennen das Problem. Wir suchen zum Schneiden vielleicht Obst. Wir wollen irgendetwas zerhacken, klein machen. Alle Messer sind stumpf. Wie kann das sein? Dafür gibt es jetzt eine völlig neue Technologie aus Japan. Aus bestem Damaststahl dieses wunderschöne Messer. Wow! Oh mein Gott, Priscilla, zeig uns bitte, was das tolle Messer alles kann. Das Messer heißt Mr. Cut to Cut to Cut.
Das ist ein japanischer Name. Ja, ein japanischer Name für, es schneidet sehr gut. Ich schneide damit alles. Zum Beispiel reife Zitrone, diese großen Granatäpfel schneide ich damit. Einfach mit dem formschönen Griff. Wow, oh mein Gott, meine Damen und Herren, wenn das kein großartiges Angebot ist. Mit diesem neuen, großartigen Messer sind Sie auch unterwegs fantastisch ausgestattet, oder Priscilla? Absolut. Dieses Messer ist formschön, klein, passt in jede kleine Handtasche und ist perfekt im Design zum Sir Mix-a-Lot. Alles in einem Paketpreis. Oh, für nur 400 Euro extra bekommen Sie das Messer. Für nur 400 Euro, meine Damen und Herren. Rufen Sie doch bitte direkt an. Das ist nur zu diesem Preis bei uns. Plus Versandkosten. Also bitte, schlagen Sie zu. Aber eine Sache muss ich dir noch zeigen, liebe Melody. Und zwar, ich werde jetzt mit diesem Messer ganz reife Orangen schneiden. Schau. Okay. Ich schneide, ich säge, es gleitet hindurch. Es gleitet hindurch. Der Eloxin-Meloxan-Stahl aus der Raumfahrt. Aus der Raumfahrt. Wow. Aus der Raumfahrt. Aus der Raumfahrt. Raumfahrt, genau. Eine Technologie, die sonst nie zu Hause bei uns Platz findet. Wir schneiden und die Radieschen. Wir schneiden Radieschen. Im Nu schneiden wir Radieschen. Wow. Und zack. Zack, schneiden wir Radieschen kurz und Krümel klein und ab damit in den Sir Mix-a-Lot. Das ist wirklich großartig. Ab damit in den Sir Mix-a-Lot. Fertig. Wir machen eine kleine Runde extra und das ist der Boost an Vitamin C, den Sie brauchen. Wow. Fürs Büro, für zu Hause, für überall, wo Sie es benötigen. Und wir kosten direkt, wie es schmeckt. Ja, fantastisch. Oh mein Gott. Oh, Priscilla, ich bin so begeistert. Vielen, vielen Dank, dass du uns diese großartige, limitierte Auflage, meine Damen und Herren, mitgebracht hast. Nur zu diesem Preis. Rufen Sie an. 79,99 der Mixer plus 199,98 € der Oberbau des Mixers plus 400 Euro das Messer plus die läppischen Versandkosten, meine Damen und Herren. Das ist wirklich ein Hammerangebot. Ach, danke für dieses tolle Angebot, für den Mixer und dieses Hammermesser. Danke schön, Priscilla. Vielen Dank, Melody. Ich bedanke mich vielmals, auch dass Sie zugeschaut haben. Und schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es wunderbare Angebote gibt. Bei uns bei Flux News. So, Hallöchen, meine Lieben. Wie ihr vielleicht gerade schon gemerkt habt, heute geht es ein bisschen um Theater. Wir werden euch heute alles Mögliche zeigen. Das ist die liebe Jamie, ich bin Naomi und die Stimmen, die ihr gerade gehört habt, das sind Jan und Anke. Ihr werdet sie später aber auch noch sehen. Wir haben heute einiges mit euch vor. Wir werden verschiedene Theaterübungen zeigen, die wir selbst zum Aufwärmen zum Beispiel benutzen. Wir werdet ein, zwei Einspieler sehen aus Projekten, die wir früher gemacht haben. Wir haben ein paar Mitmachsachen, damit ihr zum Beispiel zu Hause mit eurem Partner oder eurer WG auch ein kleines bisschen Spaß haben könnt und ein bisschen was mitmachen könnt, was wir so an Aufwärmübungen haben. Und ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Das wird ein schöner Abend. Ja, dann fangen wir mal direkt an, weil ihr habt gesehen, wir haben ziemlich viel vor. Wir wechseln mal kurz die Plätze. Blup. So, genau, wir fangen nämlich mit was an, was man nicht nur im Theater braucht, sondern eigentlich überall. Nämlich, wir wärmen uns erstmal auf. Und zwar fangen wir mit einer Übung an, die nennt sich Gesichtskompass. Das dreht sich um dieses Element hier. Warum machen wir das? Naja, dieses Teil, ja, dieses Gesicht ist sehr, sehr wichtig auf der Bühne. Hier transportiert sich die ganze Mimik, hier transportieren sich Gefühle, Reaktionen und natürlich, wenn wir mit Sprache arbeiten, auch die Wörter. Genau, so, und wir fangen jetzt auch direkt an und das ist direkt auch eine Mitmachübung, das heißt, ihr könnt auch direkt zu Hause mitmachen. Und zwar fahren wir einmal mit unseren ganzen Gesichtszügen einmal rundherum. Und wir fangen mal mit rechts an. Jetzt zieht mal eure ganzen Gesichtszüge zur rechten Seite. Alles nach rechts ziehen. Augenbrauen, Augen, Nase, Mund, Lippen. Richtig ziehen. Ja. Und wieder zurück. Sehr gut, sehr gut. Versucht wirklich alles in diese Richtung zu ziehen. Augenbrauen, Lippen, Mund, Nase, Falten, Pupillen, alles. Alles in diese Richtung. Okay, machen wir weiter mit links. Alles nach links ziehen. Ja, ja, sehr gut. Weiter, geht noch ein bisschen.
Genau, wir sind all entspannt. Sehr gut. Ihr könnt uns auch übrigens die ganzen Screenshots, die ihr jetzt macht, gerne zuschicken. Wird bestimmt lustig. Okay, jetzt machen wir unten. Alle. Schönes Doppelkinn machen. Schön. Ja, ja. Alles hier unten. Ja. Oh, oh. Okay. Sehr gut. So, was fehlt noch? Ja, nach oben. Alle nach oben. Zunge kann auch. Raus. Alles nach oben. So, jetzt sind wir fast fertig mit dem Gesichtskompass. Aber jetzt sind wir einmal nach rechts, links, oben, unten gefahren. Jetzt können wir noch nach innen fahren. Drücken wir mal alles rein. Alles rein. Doppelkinn. Alles rein. Drückt alles nach innen. Und jetzt muss alles raus. Alles nach raus. Wie so bei einem Hacker. Alter. Oh. Sehr gut. Sind wir im Gesicht aufgewärmt? Genau. Jetzt macht Naomi weiter. Ja, fantastisch. Nachdem wir auf wunderschöne Art und Weise jetzt unser Gesicht aufgewärmt haben, brauchen wir zum Schauspieler natürlich auch noch unsere Stimme. Das heißt, vor allem unser Mundbereich muss schön entwirrt sein, damit wir uns nicht verhaspeln und schön locker sind beim Sprechen. Und da machen wir auch noch eine kleine Übung mit euch zusammen. Und zwar haben wir uns zwei schöne Zungenbrecher ausgesucht. Und ich würde sagen, ich starte schon mal mit dem ersten. Wir machen den ganz langsam zusammen. Und danach versuchen wir es ein Ticken schneller, okay? Prima. Okay. Und der erste beginnt folgendermaßen. In dem dichten Fichtendickicht. Jetzt alle mal zusammen. In dem dichten Fichtendickicht. Prima. Picken dicke Finken tüchtig. Picken dicke Finken tüchtig. Okay, ihr seht, gar nicht mal so easy. Jetzt setzen wir das Ganze mal zusammen. Okay, 3, 2, 1. In dem dichten Fichtendickicht picken dicke Finken tüchtig. Sehr gut. So, ihr habt vielleicht gesehen, dass ihr diesen Zungenbrecher gerade auch in den Kommentaren gefunden habt. Das Gleiche gilt für den nächsten, der gleich kommt. Aber jetzt, wo wir den einmal zusammengesetzt haben, wollen wir den auch noch mal ein bisschen schneller machen. Also, wir versuchen es jetzt mal ein bisschen schneller. Soll ja ein Zungenbrecher sein. Also, 3, 2, 1. In dem dichten Fichtendickicht picken dicke Finken tüchtig. Sehr gut. Und letztes Mal. 3, 2, 1. In dem dichten Fichtendickicht picken dicke Finken tüchtig. Na, okay, zählt. Passt. Gut, und jetzt noch ein zweiter, und der ist ganz besonders schön für alle Saarländer hier. Und auch den setzen wir zusammen. Der erste Teil geht, 60 tschechische Chemiker, einmal zusammen, 60 tschechische Chemiker checken rechnerisch technische Schemata. Checken rechnerisch technische Schemata. Prima. So, jetzt setzen wir das Ganze einmal zusammen. 60 tschechische Chemiker checken rechnerisch technische Schemata. Sehr gut. So, und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal einen Ticken flotter. Auch wieder nach 3 runtergezählt. 3, 2, 1. 60 tschechische Chemiker checken rechnerisch technische Schemata. Okay, und noch ein letztes Mal, so flott wie wir können. 3, 2, 1. 60 tschechische Chemiker checken rechnerisch technische Schemata. Sehr, sehr gut. So, ich hoffe, dass jetzt auch euer Mundraum schön entknotet ist. Jetzt seht ihr gleich unseren ersten Einspieler. Der ist von einem Stück, was wir vor einigen Spielzeiten gespielt haben, daraus entnommen. Der geht auch nur ganz flott. Und ihr dürft in der Zwischenzeit euch schon mal Beziehungen, Orte und Genre überlegen, denn danach folgt unsere erste Improvisationsübung. Das heißt, wir werden verschiedene von den Begriffen, die ihr uns jetzt gleich zuschickt, einbauen, ganz spontan. Also Beziehungen, also wie Leute zueinander stehen können, Orte und verschiedene Genre. Alles klar, dann würde ich sagen, ein Spieler los! Meine Strumpfhose hat eine Laufmasche.
Die sieht keiner. Weil es der Anfang ist, aber es wird nur schlimmer werden. Das macht auch nichts. Doch, das macht was. Ich kann nicht mit einer Strumpfhose bei Leuten ankommen, die ich nicht kenne. Wir haben schon eine halbe Stunde Verspätung. Wir haben jetzt weder die Zeit, noch nach Hause zurückzugehen, noch mitten in der Nacht einen Strumpfladen aufzusuchen. Leb einfach mit deinem Missgeschick. Du hast mich gehetzt, das kommt jetzt davon. Hast du keinen Nagellack dabei? Nagellack? Um die Laufmuschel zu stopfen und wie eine Pennerin aussehen? Es ist schon 9:15. Ich komme da nicht mit einer Laufmasche an. Die sieht doch keiner. Doch, die sieht jeder, außer dir. Kommt jemand zu mir mit einer Laufmasche, ist das Erste, was ich sehe, diese Laufmasche. Dann sag doch so, Auris Frau, ihr seid gerade im Aufzug die Laufmasche aufgefallen und es sei dir ja so peinlich, vielleicht leistet ihr eine. Dieser Kerl hat seit 3 Jahren nichts veröffentlicht und er kann nur noch mit meiner Hilfe Forschungsdirektor werden. Ob du jetzt mit einer Laufmasche kommst oder nicht, die werden vor uns Kassbucken und jetzt weiter. Ich habe getan, was getan werden musste. Es gibt immer eine Alternative. Es gibt Situationen, die sind ausweglos. Du musst doch nur dran glauben. Aber ich weiß nicht mehr, woran ich noch glauben soll. Disziplinier dich doch mal. Beherrsch dich selbst. Stell dich deinem verdammten Schicksal. Und wenn es mein Schicksal ist, ewig auf der Flucht zu sein? Du hast so Angst vor dem Schmerz, aber die Angst ist dein eigentlicher Feind. Überwinde die Angst und du wirst stärker sein als vorher. Ja, und was ist, wenn alles einfach so passiert und überhaupt keinen Sinn macht? Gott würfelt nicht. Gott ist wissenschaftlich nicht belegbar. Wissenschaft ist ein soziokulturelles Konstrukt. Ja, dann bestell mir das nächste Mal eben Salami statt Schinken. Toll. Toll. Iss Salat, sagt mir die lächelnde Trainerin aus dem Fernsehen. Iss Pizza, sagt mir Lieferando.de. Doch welche? Heute Pizza Nizza? Ach, nee. Mach doch was Selbstgekochtes, sagt Mama. Pff, kann nicht mal. Geh doch mal wieder raus, sagt mein Therapeut. Na, Laufen ist uncool, sagt mein fetter Freund. Naja, wenn ich laufen, dann gehen. Doch mit wem? Hab so viele Freunde, doch will keinen davon sehen. Ach, egal. Werf jetzt mal einen Blick auf Tinder und frag mich, will ich eigentlich Kinder? Wow. Ich bestelle jetzt doch was beim Inder. Curry. Aber welches? Fair? Bio? Vegan? Da doch lieber sparen. Achte auf dein Geld, sagt Fati. Ja, ich werde dran denken. Auf der After-After-Party. Was soll ich eigentlich tragen? Soll ich Zalando oder meine Schwester fragen? Jeans oder Leggings? Dazu welche Schuhe? Jemand wird mich scheiße finden, egal was ich tue. Bin ich zu sehr auf andere Menschen fixiert? Habe ich mich vor 2 Jahren in der Kneipe blamiert? Ah, das ist alles nicht lustig. Ich will was Großes sein, will was Großes machen. Oder ist das alles nur Schein? Kann sein. Wow. Meine Güte. Hallo Leute, jetzt, wie bereits angekündigt, hier ist Jan und Anke. Hi. Hallo liebe Anke. Hi. Ja, es muss ja auch immer ein bisschen Theater dabei sein, ne? Deswegen haben wir jetzt auch etwas gemacht aus Ausschnitte aus vorherigen Stücken, die wir einmal aufgeführt haben innerhalb der letzten Jahre. Wir haben als nächstes ein Spiel vorbereitet, das nennt sich Genre Replay. Genre Replay funktioniert folgendermaßen. Und zwar werden wir jetzt eine kleine Szene improvisieren, Anke und ich, und danach... Danach werden wir mit den Dingen, die ihr uns geschickt habt, mit den Begriffen... Ich hab da mal ein paar aufgeschrieben. Also, was? Auf dem Zettel steht was drauf? Ja, literally. Auf dem Zettel. Auf dem Zettel? Ja. Wir haben jetzt von euren eingeschickten Vorschlägen und Ideen einige ausgesucht und werden, nachdem wir die erste Szene einmal gespielt haben, dieselbe Szene nochmal spielen. Aber dann in dem Genre, das ihr uns genannt habt. Oder mit den Sachen, die ihr uns genannt habt. Kann auch was anderes sein. Zum Beispiel, dass jemand hinfällt. Oder dass jemand auf einmal nicht mehr sprechen kann. Oder. Naomi wird das Ganze übernehmen. Und wir fangen jetzt an mit dem Genre Replay. So, meine Lieben, euer erster Ort ist der Friedhof. Ihr seid auf einem Friedhof.
und einer von euch als Arzt, der andere Patient. Beginnen wir mit dem Genre Krimi. Zählt ihr uns ein? 5, 4, 3, 2, 1, go! Okay, hier liegt alles voll, ja? Ja, hier liegt alles voll. Und deswegen ist die Operation auch sehr sinnlos. Herr Schmidt, denken Sie doch nochmal nach. Ja, wieso denn? Also, also jetzt sehen wir mal, wo das Ganze hinführen kann, ja? Ist ja erstmal eine Gefahr, ja? Ja, das Ganze kann ganz schön ernst werden. Aber deswegen, also Sie müssen mir vertrauen. Ich habe Sie nur hierher gebracht, um Ihnen zu zeigen, passen Sie auf, Sie wären irgendwo anders, ja? Also beim anderen Arzt. Da schnibbelt er an Ihnen rum und da liegen Sie nachher da. Genauso. Jetzt müssen wir nur darauf kommen, wir gemeinsam, wie ich Sie so operiere, dass Sie dabei nicht sterben werden. Und dazu müssen wir jetzt ermitteln. Genre Switch. Rom-Com, romantische Komödie. Sie sind so weit weg von mir. Ja, wir müssen den Abstand wahren. Aber ich denke, es ist immer noch eine gute Idee. Ja? Ja. Wir dürfen nicht gesehen werden. Gucken Sie an der Richtung. Wenn das rauskommt, dass wir was zusammen haben, schauen Sie, dass wir irgendwie ca. 1,5 bis 2 Meter Abstand halten. So wird niemand uns verdächtigen. Sicher ist sicher. Aber wie wär's, wenn wir noch ein Liedchen trällern? Nur für unsere Liebe. Nur für uns. Stopp. Eure Beziehung ändert sich. Ihr habt einen Ehestreit. Es kann halt auch einfach nicht wahr sein. Das machst du wirklich jedes Mal. Kannst du bitte aufhören, auf dem Friedhof rumzuschreien? Okay, aber du machst es wirklich. Ja, ich weiß, ich mache es jedes Mal. Okay, dann gehen wir halt nächstes Mal nicht am Grab deiner Mutter vorbei. Wir gehen am Grab von meiner Mutter vorbei. Du bist nur neidisch, weil deine Mutter noch lebt. Also, dass du nicht am Grab vorbeigehen kannst. Ortswechsel, Dessous-Geschäft. Ich weiß nicht. Also vielleicht solltest du es doch lieber in Rot nehmen. Es ist das erste Mal, dass ich sowas anhab. Also kannst du bitte ein bisschen... Ich hätte das gern genau so in der Farbe. Das habe ich mir immer vorgestellt. Wirklich, du findest Türkis mit grünen Streifen eine gute Idee? Mann, sieht das gut aus. Na gut. Ich hab dich nur mitgenommen, damit du mich berätst. Du sollst mir hier keine Standpauke halten, okay? Ja, aber könntest du vielleicht nächstes Mal deine Socken dazu ausziehen? Sorry, aber diese Simpsons-Socken passen einfach nicht dazu. Oh mein Gott, das ist... Jeder... Stopp! Andere Person, Verkäufer in dem Laden und Pfarrer. Ah, das ist ja wunderbar. Na, schon was gefunden? Ich denke, ich werde mich noch ein wenig umsehen. Ja, gucken Sie nur. Heute ist alles 20%, morgen machen wir zu, wegen, wissen Sie ja. Und haben Sie vielleicht auch was? Naja, was etwas mehr, also schwarz ist? Ja, klar, wie was Schwarzes. Hören Sie mal, dürfen Sie überhaupt hier rein? Ich weiß so wegen Gelübde und so. Also, entschuldigen Sie, ich finde, das geht Sie ja gar nichts an. Sie haben ja auch irgendeine Art Schweigepflicht hier, oder? Nö, überhaupt nicht. Steht nirgends drin. Ich bin mein eigener Chef. Gut. Ja, komm jetzt, machen Sie mal nicht so. Genre-Switch, Thriller. Thriller, im Sexshow. Okay. Scheiße. Oh mein Gott. Ein Psychoterror. Diese ganzen Dildos. Ich habe Angst vor allem, was Gurkenform hat. Scheiße. Oh mein Gott, das Erste bewegt sich! Nein! Oh mein Gott! Ich meine, wir dürfen keine Angst haben. Wir sind Ermittler. Okay. Epson, wir müssen jetzt gezielt vorgehen. Wir sind Profis. Okay. Pass Sie auf, Sie nehmen den linken Flügel, ich nehme den rechten. Ich habe meine Machete vergessen! Verdammt nochmal! Was ist los mit Ihnen? Hast du deine Glock 69 dabei? Natürlich habe ich die Glock 69 dabei. Nee, ich habe... Und... Oh. Nimm diesen Stift. Nein,
Ich nehme diesen Stift. Nimm den Stift. Wir müssen jetzt gezielt vorgehen. Pass auf, wir machen folgendermaßen. Du schleißt dich bei den Dessous an die Video-DVDs vorbei, okay. Links zu der Gay-Corner und ich gehe rechts an den stark beäderten Dildos hinten zum Plüschschuhen. Vergiss nicht, die Negligés auch abzudecken. Die Negligés da hinten links in der Ecke. Ortswechsel. Atomkraftwerk. Ich hab dir eindeutig gesagt, nicht der Knopf. Ich hab gesagt, der Knopf. Der Knopf, nicht der Knopf und der Knopf. Oma Schätzchen, ich mache da jetzt seit 35 Jahren. Ich drück da immer drauf, wenn ich da sage, habe ich da hier das Pause, da drücke ich da drauf. Das war immer so. Jetzt haben wir ein neues Gerät, jetzt kommst du, sagst du, das ist anders. Jetzt pass mal auf, ich mache das seit 25 Jahren. Ich lasse mir nicht sagen, vor junge Leute kommen, dass ich hier was anders machen soll, ne? Genre-Switch, Dokumentation. Und man sieht, wie das Humanum Epicum ein Gerät bedient. Ein Gerät, welches dazu dient, die Brennstäbe vorsichtig in die Brennkammer zu lassen. Er wurde vorher... Das war möglicherweise der falsche Knopf. Nun ja, wir werden sehen, wie danach das Humanum Epicum auf das grüne Leuchten und die bald kommende Explosion reagieren wird. Ortswechsel, Spielplatz. Mama, ich hab das vorhin schon mal gesagt. Ich wollte eigentlich schaukeln, aber der Peter, der will überhaupt nicht schaukeln. Und es ist immer, spielt er irgendwas anderes. Musst du immer mit dem Peter schaukeln. Du kannst ja wohl auch mal mit der Suse was machen. Ich hätte gern noch mal Dokumentation. Scheiße, wie denn? Achso, ja, Und nun sieht man, wie das Humanum Epicum eine Wippe betrachtet. Es ist möglicherweise die erste Wippe in seinem ganzen Leben, in seinen ganzen 3 Jahren Lebenserfahrung. Man sieht, die ersten Laute werden abgegeben. Es wird gemustert und langsam bewegt es sich auch darauf zu. Personenwechsel, Vater und Sohn. Immer noch Dokumentation? Ja. Dokumentation, Vater und Sohn. So, mein Sohn. Wie mache ich jetzt das Gerät an? So, das, also muss ich mich jetzt auf die eine Seite der Wippe setzen, Papa? Folgendes, Sohn. Und woher kommt eigentlich diese Stimme, die hier immer redet? Der Sohn setzt sich auf die Wippe, setzt sich auf die Wippe. Der Sohn wippt. Er wippt. Der Sohn wippt. Wunderbar, Sohn. Ich bin 60 Jahre alt. Ich war mein Leben lang Dokumentationssprecher. Und ich lasse mir das jetzt nicht von einem Sohn, den ich einfach so, ach so, eingeredet gekriegt habe. Weiter wippen. Ja. Der Sohn wippt schlecht. Schlechter Wipper. Ich finde auch, vielleicht könntest du das nächstes Mal nicht mit deinem 14-jährigen Sohn machen. Aber ich wipp einfach weiter. Genre-Switch, Bollywood. Bollywood? Nango, nanda, nanda. Eindo, nanga, nanda, ingo, nanda. Oh. Oh. Nanda, genau, ich hab einen Flau. Oh. Oh, da. Togo. Warte, doch, schöner Flau hab ich noch nicht gesehen. Ich muss ein Lied singen. Angolande. Nanda, 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 nanda. Genre-Switch, Sci-Fi. Du musst darauf achten. Was? Dass die Nanobots hier nicht reinkommen. Wir müssen den Zyklon-Stechiometer-Regler auf 45 Nein. drehen. Denk an die Lithium-Ionen-Akkus. Natürlich, aber wir haben nur noch Energie für 15 Minuten. Verdammt, das hält nicht das nächste schwarze Loch durch. Da, sie kommen rein, wir müssen schießen. Oh mein Gott. 3, 2, 1. Piu, 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 piu. Okay. Piu, 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 piu. Ja, sonst ergibt es keinen Sinn. Bei der Einführung der Waffe hast du das doch erfahren. Verdammte Scheiße. Okay. Ich muss dir was gestehen, ich konnte noch nicht schießen. Was? Du konntest doch nicht schießen? Ich habe die erste Runde gebracht. Ich habe das nie, also es war einfach so, ich war einfach also als Junge schon. Ne? Und dann waren wir du bist eifersüchtig.
Okay, ich wollte eigentlich immer schießen, ja? Und wenn du jetzt irgendwie also die Leute hier abknallst, dann musst du das nicht, dann kannst du das auch normal machen und musst nicht so das mir vorführen, ja? Okay, dann nehmen wir jetzt einfach mal probehalber den Trikorder heraus. Den Trikorder? Jetzt bist du wieder oberlehrerhaft. Okay, der Trikorder ist dieses schwarze, kastige Ding mit dem großen roten Punkt in der Mitte. Ist ja gut, ich nehme schon raus, meine Fresse. Ja, genau. Genre Switch, Western. Okay. Sie jetzt sind in unseren Ort eingedrungen. Jetzt sind wir hier. Was machen wir? Wir müssen sie vertreiben. Wir machen großes Feuer. Wir werden alle Pferde um den Ort herumschicken. Ja. Und Anke, du bist ein Bösewicht. Hören Sie mal, warum rede ich überhaupt mit Ihnen? Sheriff. Sie, böse. Wissen Sie was? Also wenn Sie ja so mit offener Waffe rumlaufen, da kann ich, Sheriff, Sie dir auch direkt mal... Es ist in dieser Stadt nicht genug Platz für... Genau, Sie wissen. Okay. Ihr seid in einem U-Boot. Im Western. Im Western. Meine Fresse, ich habe die Pferde hinten im U-Boot im Maschinenraum vergessen. Und jetzt sind wir abgetaucht. So eine... Ich sag Ihnen was. Sheriff, es war immer noch eine schlechte Idee, dass Sie mich mitgenommen haben. Ich wollte Ihnen mal was Sie Neues zeigen. Sie haben sogar die Fesseln gelöst. Das war wirklich nicht sehr schlau. Genre Switch, Stummfilm. John ist betrunken. Ihr seid in einer Schule. Mir ist der Bleistift hingefallen. Kind, heb ihn auf. Da habe ich schon gerade. Nochmal. Herr Lehrer, Sie haben mir auf den Po geguckt. Nein, habe ich nicht. Das ist eine Tragödie. Sehr richtig, Moment. Oh. Du kannst nicht einfach deinen Stift fallen lassen. Es war der Stift deiner Großtante. Ich wollte das ja nicht. Hören Sie mal, ich sag Ihnen was. Herr Lehrer, das darf auf keinen Fall zu mir nach Hause kommen, ja? Ich lasse alles zu Hause, ich sag Ihnen. Okay, sind wir und durch? Vielen Dank, wir sind durch. Jawohl. Leute, der ein oder andere von euch wird wahrscheinlich sich wieder gefragt haben, ja, sollen wir nicht mal die Leute ein bisschen einbeziehen? Ja, dann machen wir das doch. In einigen Theatergruppen in Saarbrücken hat sich etabliert, dass es da so ein bestimmtes Ritual gibt, was uns alle aufwärmt und warm und geschmeidig erscheinen lässt. Was machen wir dafür? Wir haben immer so ein Apothekenspiel. Das Apothekenspiel geht folgendermaßen. Wir wärmen unsere Stimme und unseren Mund mit der Apotheke auf. Dazu haben wir was vorbereitet. Was vorbereitet, genau, richtig. Um Geist und Sinne zu schärfen, ist eine Apotheke was brillant Tolles, denn die Buchstaben dafür eignen sich hervorragend für das Apothekenspiel. Apothekenspiel geht folgendermaßen. Wir sagen alle das Wort Apotheke, ihr auch. Apotheke. Nun versuchen wir unseren gesamten oberen Teilbereich des Körpers einzubeziehen. Apotheke. Okay, um die ganze Sache etwas komplizierter zu machen, beginnen wir das Wort Apotheke nun mit dem zweiten Buchstaben des Wortes Apotheke. Künstlerisch gesagt würde ich jetzt mal sagen P-Potheke. Versuchen wir das mal. P-Potheke. Apotheke, P-Potheke, O-Potheke, T-Potheke, H-Potheke, K-Potheke, K-Potheke, E-Potheke. Mir gelingt es immer ein bisschen besser, wenn ich dabei böse gucke, aber das müsst ihr überhaupt nicht. Wir machen das Ganze noch einmal und wie immer daran denken, den ganzen Körper und alles, was ihr habt, auch vor allem den Kopf dabei einzusetzen. Ein bisschen schneller. Apotheke, P-Potheke, O-Potheke, T-Potheke, H-Potheke, E-Potheke, K-Potheke, E-Potheke. Und jetzt machen wir es ganz rückwärts. E-Potheke, K-Potheke, E-Potheke, H-Potheke, T-Potheke, O-Potheke, P-Potheke, Apotheke. Nochmal, jetzt gehen wir in diese Richtung und dann wieder rückwärts zurück. Ein bisschen schnell.
Apotheke, Pepotheke, Opotheke, Tepotheke, Hapotheke, Epotheke, Kapotheke, Epotheke, Hepotheke, Kapotheke, Epotheke, Hapotheke, Tepotheke, Opotheke, Pepotheke, Apotheke. Nochmal. Apotheke, Pepotheke, Opotheke, Tepotheke, Hapotheke, Epotheke, Kapotheke, Epotheke, Kapotheke, Epotheke, Hapotheke, Tepotheke, Opotheke, Pepotheke, Apotheke. Ihr könnt jetzt auch ein bisschen Haltung reinbringen beim letzten Mal, ja? Immer ein bisschen sauer sein auf den nächsten Buchstaben oder auch freundlich. Apotheke, Pepotheke, Opotheke, Tepotheke, Hapotheke, Epotheke, Kapotheke, Epotheke, Epotheke, Kapotheke, Epotheke, Hapotheke, Tepotheke, Opotheke, Pepotheke, Apotheke. Danke. Der ein oder andere wird jetzt wieder wach sein. Was Feines für euch vorbereitet, es beginnt der gemütliche Teil des Abends, bevor ihr mit irgendwelcher Musik zu hart in Mitleidenschaft gezogen wird. Steht auf unserem nächsten... Oh, Musik, könnt ihr die wir machen. Ach, was ist denn das hier? Apotheke, Theater in der Krise. Was ist da hier? Ich sag euch was. Wir haben was für einen Zettel. Nee, also ich muss sagen, das Apothekenspiel regt mir immer so ein bisschen den Geist an. Und ich stelle mir vor, ja, was ist denn überhaupt? Ich meine, wir sind ja jetzt vom... Also wir als... Also die meisten in den freien Theatergruppen sind Studenten. Ne? Das heißt, die sind gar nicht so sehr betroffen davon, dass jetzt in dieser Situation vielleicht, sag ich mal, dass sie nicht auftreten dürfen, weil die haben sowieso kein Geld. Ja, die sind, sag ich mal, aus grundsätzlich schon verarmt. Kann jemand vielleicht mal von euch dazu sagen, wie ihr zurzeit so mit der Sache zurechtkommt? Anke. Gut, dass ich seit kurzem keine Studentin mehr bin. Echt? Aber tatsächlich, ich finde es einfach super schwer. Also ich sehe das halt auch. Es hat mir einfach super, super viel Spaß gemacht, mit euch an diesem Projekt jetzt für heute Abend hier zu arbeiten, was vorzubereiten, so eine Show vorzubereiten. Es macht einfach sehr viel Spaß. Es ist einfach ein wunderbarer Ausgleich zum Alltag. Man kann seine ganzen Kreativität freien Lauf lassen und so viele neue Dinge lernen. Ja. Also, ja. Wie seht ihr das? Naja, gut. Ich meine, Theater hat für mich schon sehr, sehr lange einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Zum einen ist es ein toller Ausgleich auf jeden Fall. Es ist, man kann sich fallen lassen, man kann andere Facetten an einem selbst irgendwie ausleben, auch übertreiben, Sachen, die vielleicht so im Alltag, wenn man irgendwie auch arbeiten muss und halbwegs seriös sein muss, vielleicht nicht unbedingt kann. Man kann ausrasten, man kann schreien, man kann weinen, man kann lieben und sonst was alles. Und deswegen hat es auf der einen Seite etwas ganz Kindliches, Spielerisches, Leichtigkeit, was ich wunderschön finde. Auf der anderen Seite überträgt es Emotionen. Man kann selbst Texte, die uralt sind, haben teilweise Nachrichten, die immer noch total präsent sind, die total relevant sind. Und dementsprechend vereint es für mich selbst ganz, ganz viel, was mir wichtig ist. Und Ja, und egal, welches Projekt man macht, egal, ob man 4 Wochen oder 4 Monate Probenzeit hat, es ist einfach immer eine so tolle Erfahrung. Man macht eine Entwicklung durch, egal, auf der Bühne von der ersten Probe bis zur Premiere, hinter der Bühne, aber auch das Publikum. Das kriegt Gedankenstöße, vielleicht kriegt sie, wie du gesagt hast, eine bekannte Geschichte nochmal neu erzählt unter einer neuen Perspektive. Und und es ist einfach eine tolle Sache live zusammen zu erleben. Ah, Wahnsinn, ist halt nicht wunderbar. So, das wäre jetzt, siehst du, und das sind so Momente, da wir jetzt Gruppenkuscheln, perfekt, aber wir dürfen ja nicht. Aber mentales Gruppenkuscheln geht auch alleine, deswegen machen wir das mal so. Ja, ich kann dazu zum Schlusswort nur noch sagen, Freunde, vielleicht ist es auch besser so, nur eine Zeit lang, um dann später danach nochmal fester zu genießen, wie wir unsere Zeit gemeinsam aneinander geklatscht verbringen können. Sollen wir zum nächsten Punkt übergehen? Ja, sehr gerne. Hast du Bock? Ja, schon Bock. Was machen wir jetzt? Bisschen Musik? Ja. Bist du drauf? Ja. Gut, es geht los. Ich brauche einen Monitor. Wir müssen ja nicht immer noch reden. Ja, mal ein bisschen. Ihr könnt auch spontan ein bisschen was singen oder zaubern. Liebe Freunde, es ist mir eine besondere Freude, heute für euch hier gemeinsam mit Radio Tunis, Radio Tunis gemeinsam euch zu zeigen, wie wir unsere Zeit verbringen, in der Zeit, in der keiner Zeit verbringen will. Und deswegen bleibt hier euch ein Song geschrieben, der die Situation unseres Unternehmens, glaube ich, in besonderer Weise ausdrückt. Wir haben ein schwieriges Jahr hinter uns und wir wissen alle ganz genau, dass die Anforderungen unserer Aktionäre nicht zufriedengestellt wurden. Deswegen, liebe Aktionäre und Aktionärinnen, ist es mir eine ganz besondere Freude vorzustellen, meinen Mitarbeiter, Professor Dr. Hirsch. Hallo. Ja. Also, ja. Danke. Bitte schön. Ihr Mikro ist aus. Ja, das kann sein. Aber ich denke auch, unsere Firma dreht sich halt hauptsächlich auch nicht um Technik, sondern wie Sie sagen,
um Aktien. Bei uns ist es wichtig, dass wir Geld machen. Geld machen? Ja. Und dann, Musik natürlich. Und Musik. Geld und Musik. Das ist Machen Sie mal ein bisschen Musik. Sind eigentlich können wir ja mal zeigen. Das einzige Aktienunternehmen, das nur sein Geld damit verdient, Musik zu produzieren. Und zwar live. Sehr gut. Es war ein Sonntag und ich ging durch Saarbrücken. Es ist die schönste Stadt in, eigentlich ist es keine schöne Stadt. Ich finde, Saarbrücken hat sowas wie eine Romantik. Es ist wie eine Couch, die viel zu tief einsinkt und du kommst nie wieder raus. Ich wollte schon wegziehen. Ich habe mir gedacht, vielleicht sollte ich mal ein bisschen weiter raus. Vielleicht, ich habe es geschafft bis Saloy und Trier. Dann bin ich wieder zurückgefahren. Vielleicht ist es auch, vielleicht soll man überhaupt nicht. Vielleicht müssen wir in unserer Liturgie einfach mal zusammenstehen. Ich zieh mich fein an. Meine beste Poli, meine Haar ist alles frisch gemacht. Und wir zusammen gehen auf die Straße in der Maisdiele. Es gibt so ein Hipster-Eis, das ist Henrys. Das ist unglaublich, kannst du dir gar nicht vorstellen. Da gibt's Eissorten, ne? Die sind genauso wie die letzten 20 Jahre, kosten aber 20 Cent mehr. Ich kann mir doch diese Scheiße verdammt noch. Ich riech mich da immer wieder auf. Radio Tunis. Heute besonders. Ich freue mich ganz besonders. Und wir noch eine neue Runde heute bei uns zusammen. Ich habe in den letzten 2 Jahren öfter mal festgestellt, dass ich wohne im Nauwieser Viertel, ne? Da bin ich hingezogen, weil du guckst aus dem Fenster raus, ne? Und da war öfter mal, hast du mal so rausgehört und hast du öfter mal gehört so, oh, this is so nice at the university. We had this new professor. It was so interesting, girl. Und mittlerweile muss ich, also jetzt, wenn ich jetzt raushöre, höre ich nur noch. Noch besser in der Kletterhalle. Ich war in der Kletterhalle, ne? Ich komme in die Kletterhalle rein mit meinem normalen Vokabular. Hast du mal gemerkt, wie man in der Kletterhalle redet? Saarländisch? Nee. In der Kletterhalle gibt es 5 Grundbegriffe, die du brauchst, damit du in der Kletterhalle überlebst. Das ist nice, hältst du, dann come on, come on. Du musst immer come on sagen. Ich mache Folgendes, wenn ich in die Kletterhalle reinkomme, zur Sozialisierung, gehe ich immer erstmal so durch und sage immer erstmal, come on, everybody, ja, come on, nice, hältst du, nice, nice. Ich dachte immer, die Leute würden sich davon enttäuscht fühlen, aber auf einmal gehörte ich dazu. Ist wirklich so. Mama, nochmal ein Lied. Ich habe ein Lied für euch vorbereitet. Es geht um Folgendes. Und zwar, es ist eine Zeit, in der wir alle gerne reisen würden. Ich würde gerne reisen. Ich habe voll Bock auf Reisen. Und was ich besonders mag am Reisen, sind die Piloten. Die Piloten, die haben ein Talent. Das ist unfassbar. Die reden irgendeine Sprache. Und nach einer Minute wechseln die Sprache. Und du denkst, du verstehst immer noch nichts. Ne? Ob das Englisch oder Italienisch ist. Und da habe ich ein bisschen was für euch vorbereitet. Welcome aboard and fly 2435 from Saarbrücken Airport to Beijing Airport. Hello everybody, this is your captain. I welcome you very fast. We now reaching the port of 450,000 meter, centimeter. In the between the next time, I hope you have a very nice flight. Beijing Airport, there's a wonderful weather. We don't expect too much rain, just a little bit of rain. And now we are getting to 4,500 meter. I'm flying the plane very hard, very hard. I'm trying very much to catch it. Jetzt Ankunft am Flughafen Beijing. In den Flugzeugen gibt es immer, immer irgendwelche Filme in der Landessprache. Und besonders, wenn ich nach Asien fliege, ich war noch nie in Asien, aber immer wenn ich dahin fliege, da gucke ich mir am liebsten chinesische Filme an, Liebesfilme zum Beispiel. Ich
Viel Schnöpfe, ne? Deswegen kann ich mit dem Pilot so mitfühlen. Der versucht irgendwas da vorne zu machen. Der hat meistens gar keine Ahnung, weil jedes Flugzeug ist komplett anders. Man hat 20 Knöpfe, 45 Knöpfe, 100 Knöpfe. Und ich denke mir immer wieder, ich glaube, der macht genauso wie ein DJ. Der steht bestimmt da vorne in der Kanzel drin, macht irgendwas. Und dann dreht er an irgendeinem Regler und dann macht er so, so. Und irgendwas ändert sich und die Leute so. Und dann klatscht es hinten auch im Abteil, ne? Aber solange die Leute voll abheben, ist, finde ich, in Ordnung. Ja, aber beim Runterkommen klatschen die ja. Aber sag mal, noch ein Lied? Ach nö, ich würde sagen, können wir weitermachen, oder? Na gut. Ja. Ich muss auch bald nach Hause. Ja, oh, stimmt. Hey, ja, würde ich sagen, ja, dann bringen wir auf die letzten Meter noch mal ein bisschen Pathos rein. Ha? Oh, ja. Wie schaut's aus? Ja, können wir machen. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Ob's edler im Gemüt, die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks zu erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen, sich wappnend wehren, sterben, schlafen. Chillen? Oder nicht chillen? Das ist hier die Frage. Ob Sedler für die Story das Yoga-Workout und den Glowskin-Smoothie zu posten oder sich mit Pizza waffnend, bingend vor Netflix zu enden. Aufstehen? Schlafen? Nichts weiter. Und zu wissen, dass der Schlaf, das Herzweh und die tausend Schläge endet, das ist als Fleisches Erbteil, ist ein Ziel im Innersten zu wünschen. Sterben, schlafen, schlafen, vielleicht auch träumen. Nichts weiter. Und zu wissen, dass der Content den Bad Vibe durch tausend Likes beendet, der Teil der lauten Stille ist. Es ist sein Ziel, inbrünstig zu wünschen. Chillen, neppen, chillen. Vielleicht auch träumen, aber vielleicht auch tanzen oder singen oder telefonieren, WhatsAppen, Zoom, Skypen mit Freunden, mit Familie, mit oder Kollegen. Puzzeln. Oder puzzeln, oder mal spazieren tanzen. Gehen, backen. Oder mal Skypen. Kochen. Oder spazieren. Ein neues einfach mal raus. Instrument lernen. Oder auf dem Balkon. Mal wieder eine neue Sprache anfangen zu lernen. Oder vielleicht Musik auch einfach Wurzelbäume hören, einfach Räder schlagen, mal was Neues, ein bisschen ausprobieren, was malen, ein bisschen einfach was basteln, mal nach Zahlen, einfach mal arbeiten, mal was nähen, mal was sticken, mal was machen, stricken, was du mal schon was immer machen wolltest, mal was zurechtschneiden. Es gibt oder so viele Möglichkeiten, mit der Familie, vielleicht auch einen Film gucken oder der Oma mal mit der nächsten Serie an, vielleicht ist es vielleicht auch süße Bilder spielen oder zocken die Einrahmen oder an den Playstation oder mit jemandem zusammen Skype oder WhatsApp, mein Gott, was Neues ausprobieren, Hobby lernen, ja, geht spazieren, geht raus, endlich mal wieder mit aller Seele richtig mal abzappeln, alles rauslassen, vielleicht auch wirklich den ganzen Tag alles mal raus, sing unter der Dusche, so viele Möglichkeiten, aber sing in der Küche, lass doch einfach mal machen. Ja gut,
Ich würde sagen, dann haben wir jetzt heute auf jeden Fall eine ganze Menge Dinge gesehen und ihr konntet sehen, was alles so vielfältiges Theater sein kann. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie uns und ihr habt zu Hause auch ein bisschen mitgezappelt, ein bisschen mitgemacht. aber sowas ist natürlich nicht möglich ohne euch. Das klingt sehr pathetisch, aber es ist so ein Publikum. Und deswegen, sobald es irgendwie wieder möglich ist, es gibt unendlich viele tolle Projekte und tolle Sachen in Saarbrücken, wo man hingehen kann, wo man unterstützen kann. Es gibt nicht nur die großen Theater, wie jetzt irgendwie das Staatstheater oder die Sparte 4, wo ihr zum Beispiel als Studenten sogar kostenlos rein könnt, sondern auch ganz viele kleine Theater, zum Beispiel das Theater im Viertel oder das Theater Überzwerg. Und, so wie uns, gibt es auch ganz viele verschiedene unabhängige Theatergruppen, wie wir, Tunis, aber auch Theatergruppen in allen möglichen Sprachen. Zum Beispiel Los Mutantes auf Spanisch, Le Pont auf Französisch, Act auf Englisch oder das grandiose Corso Op Kollektiv, von dem ihr gleich noch ein bisschen was sehen werdet. Also, ihr Lieben, es war uns ein Fest. Wir hatten sehr, sehr viel Freude. Ich hoffe, ihr auch. Bleibt dran und es kommt jetzt noch ein ganz kurzer Ausspieler von uns und das war's für uns. Tschüss! Ciao!